Hi, ich bin Karl, zweifacher Olympiasieger und möchte euch heute ein paar Tipps an die Hand geben, mit denen ihr die Rudertechnik perfekt beherrscht. Die Grundbewegung ist immer die gleiche Reihenfolge, erst die Beine, dann der Oberkörper und dann die Arme. Beim Vorrollen das Ganze rückwärts, erst die Arme, dann der Oberkörper und dann die Beine. Das heißt, wenn wir in der vorderen Position sind, sind die Arme gestreckt, der Oberkörper ist leicht nach vorn geneigt und die Beine sind an den spitzen Kniewinkeln. Als erstes treten wir jetzt nur die Beine, nehmen dann den Oberkörper dazu und schließen den Arm ab. Wenn wir nach vorne führen, aus der Position, erst die Arme strecken, dann den Oberkörper und dann erst mit den Beinen nach vorne. Kleiner Tipp, wenn man sich selbst kontrollieren kann, wenn man erst anrollt, bevor man die Arme oder den Oberkörper nach vorne bringt, kommt man irgendwann nicht mehr über die Knie und stößt an den Knien an. Um das zu verhindern, Arme und Oberkörper nach vorne, damit der Griff über den Knien ist und man entspannt nach vorne rollen kann. Beim Rudern kommt es immer auf den perfekten Rhythmus drauf an. Das Verhältnis zwischen Durchzugsphase und Rollphase sollte ungefähr 1 zu 2 betragen. Als Beispiel ungefähr eine Sekunde durchziehen und 2 Sekunden nach vorne rollen. Beim Rudern kommt es auf lange, gleichmäßige Schläge an. Im normalen Training sollen die Frequenzen etwa zwischen 20 und 22 Schläge pro Minute sein. Wenn wir durchgezogen haben, befinden wir uns in der Rücklage, die sogenannte Umkehrposition. In dieser Position sind die Beine gestreckt, der Oberkörper ist leicht nach hinten geneigt, die Arme und Schultern sind rangezogen. Aus dieser Position führen wir nun erst die Arme, dann den Oberkörper nach vorn und rollen dann in Richtung Bildschirm. Die vordere Position nennen wir Ruderer Auslage. In dieser Position sind die Beine angewinkelt. Dabei steht die Wade ungefähr senkrecht zum Erdboden. Die Arme sind gestreckt und der Oberkörper ist leicht nach vorne geneigt. Beim Vorrollen ist es wichtig, dass es kein Sprint von 0 auf 100 ist, sondern man möglichst in einem gleichen Tempo sich aus der hinteren Umkehr in die vordere Umkehr bewegt.